Was passiert gerade da unten? Bravo. Überhaupt nicht gezwungen. Es wird gerade umgebaut. Wir sind jetzt kurz davor, nach Zagreb zu fahren, nach Belgrad zu fahren. Die Tschuschen werden mich jetzt auseinandernehmen. Wir fahren nach Belgrad. Die ADCC Serbia ist dort morgen. Und jetzt ist der Samu nochmal hergekommen, um ein bisschen das Gym herzuzeigen und dass wir uns kurz anschauen, was da überhaupt gemacht wird, wo die Garderoben und Nassräume hingebaut werden. Kommt mit! Also jetzt, die Männer haben hier schon angefangen, alles zu verteilen. Wir werden noch schauen, ich glaube rechts wird die Herrengarderobe kommen, links die Frauengarderobe. Da wird eine Wand hochgezogen. Da stellen wir einen Automaten her. Komm schon, Fettsack, in den dritten Stock schaffst du es. Komm schon, Fettsack, in den dritten Stock schaffst du es auch noch. Ja, komm schon. Juras, ja? Hast du deinen Reisepass mit? Ich habe meinen Ausweis mit, ja. Du kannst mit dem nicht einreisen. Ich habe keinen Reisepass. Ja, dann kannst du nicht mit. Jetzt ohne Spaß. Wir haben keinen, wir müssen keinen Reisepass in Deutschland haben. Bro. Nach Serbien brauchst du einen Reisepass. Das ist kein EU-Land, Bro. Das ist Drittland, Jonas. Achso, ja, scheiße. Ich hab nur den Bruder hier. Ich hab vergessen. Ich hab keinen Reisepass generell. Dann passe ich mit. Okay, scheiße. Jonas. Wie gedenkst du nach Amerika einzureisen? Ja, da habe ich gedacht, brauchst du halt Visa und so. Brauchst du einen Reisepass? Ja, aber auch einen Reisepass. Ja, ich hab keinen. Also, wir haben generell keinen. Ja. Du bist so behindert, Alter. Du hast aber, du hast ihn nicht dabei oder du hast keinen? Ich habe keinen, ich besitze keinen. Echt jetzt? Ich mache dir plus 100 für dich, keine Sorge. Ja, Mann. Oder der Toni hat zwei Startermöglichkeiten. Ja, Reisepersonalausweis auch. Serbienreise und Sicherheitshinweis. Mit folgenden Dokumenten möglich. Reisepass ja, vorläufiger Reisepass ja, Personalausweis ja. Das ist das, was das deutsche Auswärtige Amt sagt. Dann wird es schon passen. Okay, passt. Dann also, setzen wir dich an der Grenze. Genau, wenn es nicht passt, ich lasse dich an der Grenze stehen. Aber passt, wenn du meinst, es passt so. Ist okay. Was sind die Orts? Ja, wenn das online steht, würde ich schon sagen 80-20, aber... Stopp! Ey, Junge, du hast es komplett nach hinten gefahren. Stopp! Ja. Halt, stopp! Das ist wieder so, warte. Ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Ja, so ist immer noch nicht gut, aber ist besser. Ja, okay. Ich hab heute so wenig Hunger, komischerweise. Ich weiß gar nicht, wieso. Wie viel bist du? 77 jetzt wahrscheinlich. Hier nur noch ein Kilo weniger, also das ist kein Problem. Anderthalb. Ich hab halt, naja, aber das war heute Morgen und ich war dazwischen nochmal auf dem WC. 75,9. Achso, okay. Also 76. Es ist ein Kilo, das heißt, ich esse heute einfach wenig oder gar nichts und trinke halt nichts bis zur Waage. Das ist easy, also. Wie hat der Cookie vorhin geschmeckt? Der Keks war lecker vorher. Hast du einen Keks gegessen? Ja. Aber, ja. Jetzt noch ein bisschen Wasser, dann ballert doch. Flüssigkeit wiegt zu viel leider, aber dieser 10 Gramm Keks, das war schon eine gute Idee. Guck mal, Erwin, ich würde gerne wirklich mehr Werbung machen, aber leider ist meine Kamera gerade ein wenig im Arsch. Sonst würde ich es natürlich machen. Oder du warst im Solarium. Hey, jetzt scheiße, die Kamera. Aber die Kamera wieder. Ich will nur sehen, dass die ganze Welt sieht, dass Paul verliert. Das ist ja das, was ich gleich vorher schon habe. Paul, was ist los? We feel that vibe.
einer guten Stunde wahrscheinlich. Und es sieht so aus, als ob es nicht bald weitergeht. Deswegen haben wir hier begonnen. Wie heißt das? Worms, Bro. Worms zu spielen. Nein. Circa naja, so 15 Minuten an der serbischen Grenze gestanden. Könnten sagen, ungarisch-serbischen Grenze. Könnten auch 2 Stunden gewesen sein. Könnte auch sein, dass wir es Wayne verpasst haben. Ja. Könnte auch sein, dass Paul morgen früh Wayne cutten muss vor dem Turnier. Das ist sehr amüsant, finde tatsächlich. Ja, ich auch. Das macht gar nichts. No matter where you're from, all around the world. It's one unique, one special vibe. Guten Morgen. Das, hier sieht man eine gelungene Morgensroutine. Guten Morgen. Ich hab keinen Bock. Frühstück habe ich Designer Nice Pudding. Mit über 50 Gramm, 45 Gramm Eiweiß und 45 Gramm irgendein Proteinkomplex von ESN, von der Pro Series. Und dann balle ich immer noch dazu ein bisschen Datteln. Das ist also, habe ich einen kurzen Zucker, einen langen Zucker und Eiweiß für die Regeneration für Schlafen. Hier habe ich noch, einfach nur um den Proteingehalt nach dem Wettkampf noch zu fördern, habe ich hier noch ein Isoclear. Pink Grapefruit, das ist einer meiner Lieblingsgeschmäcker. Das ist super wichtig, dass ich diese Sachen immer mit habe, weil nach dem Turnier esse ich immer so viel Scheiße und will ansonsten nicht auf mein Proteingehalt kommen. Damit der Arnold auf mich stolz ist. Der Barbarian. Arnold the Barbarian. Mache ich die Sachen hier. Alles nur für dich, Arnold. Nachdem wir das Wayne gestern verpasst haben, ist sich unser Plan nicht ganz ausgegangen. Deswegen habe ich gestern Abend gegessen, noch was getrunken. Jetzt bin ich heute in der Früh ein halbes Kilo drüber. Aber alles machbar. Ich muss noch ein bisschen schwitzen gleich. Mein Schwitzanzug, mein Oberteil ist noch im Auto. Oh, und dann kriegen wir das auch noch hin. Let's go. Dass uns einen Lagebericht schreibt, weil wir uns hier nicht auskennen in einem fremden Land. Und er kommt schon mit Nachrichten zurück und seht, wie cool ich ausschaue mit meinem Phantom. Rucksack in 2 Farben. Einmal blau Camo, einmal schwarz. Einer der coolsten und mächtigsten Rucksäcke, die es gibt. Hier seht ihr, um keine Schleichwerbung reinzuballern, mit Paul Kretschmann mit seinem Phantom-Anzug. 7:50. Ich denen gesagt hier von der Organisation, dass er Samo vom österreichischen Fernsehen ist und dass er eine Dokumentation über uns hier filmt, damit wir in dieser Kürze einen Mediapass bekommen. Was, und das hat funktioniert. Der Bruder hat sogar VIP, Alter. Bro, er kann überall gehen. Du kannst dort essen gehen und alles, glaube ich. Du kannst Buffet ballern, Bro. Schau, wir dummen Sportler, wir haben nur C. Bro, Samo hat hier, Bruder, A, B, D. Alles hat er. Nee, alles. Hier, genau, C und D, er braucht gar nichts, Bro. Alter. Wir haben ihn rein zigeunert. Ich sag das jetzt mal politisch korrekt. Oh man, oh. Coach Trainer hat wie immer mal recht gehabt. Der wollte noch 3 Runden machen, er wollte 70 Kilo machen, aber das stimmt, er hat mal zugehört. Das erste Mal, glaube ich, seit ich ihn kenne, dass er mir mal zugehört hat. Das heißt, der Typ
hat jetzt 200 Gramm drunter, sich zu viel bewegt. Lernkurve geht dabei. Also sie ist so runtergegangen, wir haben so einen kleinen Hügel drauf geschafft. Und jetzt schauen wir mal, was der Rest bringt. Der geht jetzt mal essen, Wasser trinken, dann gehen wir ein bisschen das Essen, chillen, Kaffee trinken, Sonne genießen. Und dann haben wir ab 14 Uhr Krieg auf die Matte. Krieg auf die Matte. Die Matte. Boha, Krieg auf die Matte. Ja? Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt was essen, weil der junge Mann nichts zu essen hatte die letzten zwei Tage, weil er kein Geld mehr im Konto hat, habe ich mir jetzt gedacht, und weil er kämpft, lade ich ihm, werden wir heute einem Obdachlosen was zu essen machen, beziehungsweise zu essen kaufen. Okay? Wo sind wir hier? Das heißt, wir sind hier in Galeria Beograd, wir werden diesen obdachlosen jungen Mann, werden wir was zu essen besorgen. Okay, also komm mit und ich zeige euch, was für ein netter Mensch ich bin. Das ist der Obdachlose, von dem ich gesprochen habe. Sein Name ist Paul. Okay? Er hat seit zwei Tagen nichts gegessen. Wir müssen ihn ein bisschen füttern. Okay? Stehst du nicht so auf Nüsse, ne? Nein. Hast du nicht gerne Nüsse am Mund? Nee. Du hast Tour in Champion, oder? Scheiße. Was gegen sagen. Cut. Mit Videobeweis. Wieso es mir hilft? Ja, oder warum meditierst du? Oh, es hält mich auf einer Welle, auf einer... Das ist der perfekte Tag. Nein, es hilft mir einfach, meine Gedanken zu zügeln, sie auf einen Punkt zu fokussieren, weil mein Kopf oft auf viele verschiedene Richtungen geht, so zerstreut ist, und mit dem Meditieren bringe ich es auf eine Linie, dann weiß ich ganz genau, okay, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen. Jetzt kann ich ein Problem nach dem anderen lösen, und Jiu-Jitsu ist nichts anderes als Problemlösung. Also, du findest deine Position und du löst das Problem. Boom, mehr ist es nicht. Machst du das vor jedem Kampf? Ich mach's jeden Tag. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich kämpfe. Weil ich, dass ich das heute jetzt so mache, sondern ich meditiere jeden Tag, weil es mir einfach hilft, alles rationaler zu sehen, ein bisschen besser zu betrachten, nicht zu bewerten und Probleme zu lösen. Problem lösen. Scheiße, das ist Thomas Müller, würde ich. Ja, das ist ein Beinfest, oder? Wie geht ihr mit dem Eigentum vom SRJJ um? Das darf auch nicht rauf, kein Fall. Was, das ist vom SRJJ gestohlen? Das sagt sie die Kamera. Hallo Willi. Wieso schämst du dich? Nein, Willi. Ich hab tatsächlich zwei, drei Bälle da vergessen. Willi, es tut mir echt leid, aber der hat was von dir gestohlen. Ich ersetze dir das auch, ist kein Problem. Er hat eine Black Hole mit mir gehen lassen. Nein, das war meine Befehl. Oh. Okay. Oh, wieso stiehlst du Sachen? Ich ersetze dir alles. Tut mir leid. Tut mir leid, die sind behindert. Herr Stadt, das machen wir nicht. Ich verlasse jetzt unsere Villa. Let's go. No
not your average 16-year-old. Dieser Motherfucker wiegt einfach 90 Kilo mit 16. Jahre New Prospects aus Österreich. Sehr cool, sehr stark. Ich denke immer, es geht, aber ich weiß nicht, wenn jemand den Fuß berührt, ist es immer noch scheiße. Ich muss, glaube ich, mir war es davor schon klar, aber ich musste immer so lernen, dass ich so nicht competen kann und eine Pause brauche. Ja. Ich glaube, der war absolut machbar. Ich habe es einfach verkackt. Er hat auch gesehen, natürlich, ich habe Tape an den Füßen direkt zum Fuß gegriffen, nicht mal gelockt, getoldet. Ich wollte nichts riskieren, der Fuß komplett kaputt. Und ja. Nicht so viel Glück gehabt, aber wie gesagt, meine Schuld. Wir haben noch zwei, die heute dran sind. Schauen wir, dass wir die jetzt coachen und es sind noch zwei Wins zumindest holen. Also, zwei Turniersiege, nicht zwei Wins. Das ist mein Geheimnis. Datteln. Das wird noch ein langer Tag heute. Also der Jonas ist im Finale, der Toni ist jetzt im Halbfinale. Das sollte gut gehen, hoffentlich. Und dann sind die Finale. Ich weiß nicht, ob es der richtige Plural war. Am Abend. Und das wird noch eine Weile dauern. Da gibt es auch noch eine Absolut, wo die beiden, glaube ich, mitmachen wollen. Also ohne Gewichtsgrenze. Ja. Der Jonas hat uns im Vorfeld erzählt, dass bei den Olympischen Spielen 55% der Leute, die ein rotes T-Shirt, Rashguard, Singlet anhaben, gewinnen und 45% der Leute, die blau tragen, nur gewinnen. Das heißt, er hat jetzt das rote Rashguard, wenn du mal filmst. Die Odds stehen auf seiner Seite. Ich würde wetten. Jetzt kommen wir noch drittes, dann nehmen wir die drittes Highlight, brauche ich auch noch. Dann haben wir noch die Absolut-Kategorie. Machen wir 6-7 Highlight-Reels. Dann kann mir keiner am Arsch gehen mit irgendwelchen Insta-Stories und du postest nicht und bla bla bla. Dann habe ich genug Material für alles. Jetzt geht es ins Finale nachher für die beiden. Das wird noch eine Weile dauern, weil die ganzen Matten umgestellt werden. Und es wird jetzt nur noch, glaube ich, eine Matte geben in der Mitte dann. Das wird dann übertragen. Jetzt müssen sie kurz Bilder machen für das Social Media da. Und ja, ich bin relativ zuversichtlich, dass die beiden das Turnier mit nach Hause nehmen werden.
Okay, wir sind jetzt gleich ready, die nächsten Highlights zu jagen. Jonas und ich sind heute auf Highlight-Jagd. Derweil hat alles gut funktioniert. Let's see how it ends. Genau, und jetzt wechsel dann zu den vier Fingern. Komm hoch auf die Knie vom Raw. Genau, und wechsel. Wechsel jetzt schön. Gut, genau. Schön. Hol dir den Mibar. Ja! Als erwartet haben wir noch kommen. Aber Close Guard haben wir, ich hab gesagt, oder? Old School is the new school. Wähl mich dann später. Bis dann. Dankeschön, ciao. Dass wir jetzt noch mit dem Co-Coach Ali Strategien besprechen und die Highlights voraussagen, weil wir jetzt einfach Bock haben, noch ein paar Highlights rauszuballern. Wir holen uns jetzt den Absolute Champion Gürtel. Nicht jetzt, weil wir gewinnen werden, sondern weil wir wieder highlighten werden, Bros. Ihr werdet es nicht verstehen, aber irgendwann werdet ihr es verstehen. Wir machen Highlights, Bros. Das ist mein Rash Guard. Gewonnen, Open World Champion. Das ist alles eine Teamwork-Geschichte, auch wenn die Einzelnen manchmal gewinnen. Aber diese Sachen, da arbeiten alle zusammen, jeden Tag, von Montag bis Sonntag. Also ich am Sonntag nicht, das ist der Tag des Herrn, aber von Montag bis Samstag, das ist genau, Sonntag ist der Tag.